Dass diese Tätowierung, diese Unendlichkeitsschleife 80 Milliarden Mal geteilt wird auf irgendwelchen sozialen Netzwerken und jeder, der da mitteilt, gibt seinen verkackten Senf dazu. Ja, und das sind Leute, die haben sich dreimal Miami Ink oder mein Horror-Tattoo oder irgend so einen Quatsch angeschaut und denken, sie checken solchen. Heute werden Tätowierungen gemacht, die sind super, duper, wahnsinnig geil. Aber mit dem Echten, mit dem Ursprünglichen, wie zumindest in Deutschland oder in Westeuropa oder auch in Amerika Tätowierungen gemacht wurden, hat es überhaupt nichts mehr zu tun. Eine von den Sachen ist natürlich auch, dass mich es immer wieder ärgert, wie schlecht Leute tätowiert sind. Wegen jedem verschissenen Smartphone recherchieren die im Internet rum, fahren zu vier Läden. Jeder Flachbildfernseher, der in 3 Jahren wieder auf den Müll fliegt, wird ausgiebig recherchiert. Jeder Umbau an deiner Scheißkarre wird ausgiebig recherchiert. Was leiste ich mir? Was kostet das? Was ist das Preis-Leistungs-Verhältnis? Darum geht es nämlich. Wenn ich eine Tätowierung kriege für 10 Euro, dann brauche ich nicht die große Qualität erwarten.